Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. So, hier haben wir unsere ganzen Maschinen vor unserem Lager. Ich würde sagen, da sollten wir vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Die Frage ist, kann ich hier einzelne? Jetzt geht's los. Okay. Guten Tag. Das war ziemlich nice und das ging ziemlich einfach. Hier haben wir auch wieder Holz. Das ist auch gut. So. Oh, jetzt können wir noch ein paar Steinchen aufsammeln. Ah, okay, an den Vorrat geschickt. 200 können wir tragen. Oh, der sieht uns. Ab ins Auge. Noch einer. Oh. Da hinten haben wir nochmal einen kleinen. Okay, den kleinen haben wir erledigt. Wo sind die großen hin? Ah, da hinten läuft einer rum. Oh, da. Oh, der haut ab. Keine Munition. Okay. Oh, da ist der andere. Na komm schon. Okay, der backt auch irgendwie ein bisschen rum. Ah, jetzt rennt er weg. Ah, da oben treffen wir ihn wieder nicht. Ich würde sagen, ich loote erstmal hier die Sachen, die fallen gelassen wurden. Und auf jeden Fall das Holz nehme ich auch wieder mit. Der Schnee schmilzt auf meiner Kleidung. Toll. Oh ja, Heilkräuter brauchen wir auf jeden Fall wieder. Was haben wir hier? Löschwasser. Also momentan gehen die Gegner echt noch. Munition leer. Okay, und hier vorne gibt es wieder Munition. So.
Okay, Fernkampfverteidigung. Ah, da ist noch einer. Der hat uns auch gut erwischt einmal. Oh, wir haben was? Wir haben 354 von 250 Gesundheit. Oh, was bist du denn? Eine Maus. Eine Ratte. Okay, die gibt nur Fleisch. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Na komm her. Okay, da waren es wieder zwei weniger. Und wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen. Wir müssen mal gucken, was wir Neues lernen können. Oh, irgendwo sieht uns noch irgendwo was. Oh. Das war ein Volltreffer. So. Wo hast du deine ganzen Sachen verloren? Okay, auf jeden Fall die Heilkräuter. Ein Vorrat für die Jagd. Wichtig, wichtig. Und ich hatte hier irgendwo noch Holz gesehen. Ah, da vorne. ...500 schon im Vorrat. Oh. 34 Steine. Steine können wir anscheinend viele tragen. Oh, was haben wir hier? Kleines Vorratslager. So, jetzt sind wir hier hinten. Gräberareal. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier die Flussblüten mit. Da können wir hoch. Und das bringt uns was? Wir kommen auf den Wasserfall. Okay, hier ist was unter Wasser. Heilende Beere. Und noch eine heilende Beere. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier aus dem Wasser kommen. Ja, sehr gut. Das gebe ich einem Färber. Da würde ich rüberkommen. Okay. Warum gibt es hier einen Weg auf dem Wasserfall? Hier gibt's nichts. Oh. Hier können wir uns festhalten.
Da oben. Ah. Ein Grünglanzsplitter gibt's hier oben. Sehr gut. Okay, das dürfte es gewesen sein hier. Deswegen der Weg hier hoch. So, wo wollen wir jetzt hin? Also, das haben wir gemacht. So, mich würde es interessieren, ob wir hier irgendwie durch können. Und hierher wollten wir auch noch. Können wir uns ein Ziel setzen vielleicht? So. Wegmarkierung. Sind schon wieder da? Ich habe die doch gerade erst alle vernichtet. Also ich kann mich noch im Sinn... Das kommt für später zum Vorrat. Beim ersten Teil sind die, glaube ich, nicht so schnell wieder gespawnt. Ich meine, das sind super viele Materialien jedes Mal. Moment. So, Fähigkeiten. Wir haben 7 Fähigkeitspunkte. So, zum Freischalten. Fernkampfwaffenschaden plus 30% und wiederhergestellte Gesundheit pro Treffer 5. Also das ist auf jeden Fall mega gut. Okay, welches nehmen wir? Konzentration schneller wiederherstellen ist vielleicht besser als, dass sie langsamer verbraucht wird. Das hier kann ich nicht, kann ich das direkt lernen? Okay, nee, wir müssen die hier unten freischalten. So, jetzt können wir auch das hier machen. Ah, da hätten wir vielleicht vorher auch gucken. Feuerer 8 Bolzen. Was wäre das hier drüben gewesen? Einen nach oben gerichteten Pfeil. Ah, wir können hier die Stränge wechseln. Also ich würde auf jeden Fall erstmal probieren, dass wir irgendwie Schaden machen. So, Waffenausdauerlimit. So, das müssen wir auf jeden Fall lernen. Dann haben wir das hier. Dann lernen wir das hier. Und das hier. So, Fähigkeit erlernt, das wollte ich. Sehr schön. Fernkampfmeister. Oh, das können wir ausrüsten. Und jetzt können wir hier... Oh, wir haben noch genau 3 Punkte. Wir könnten jetzt hier Fernkampfwaffenschaden plus 45% machen. Ich glaube, ich mache hier gerade noch mal einen Punkt drauf. Weil das ist richtig gut. Weil wir haben jetzt plus 45% Fernkampfwaffenschaden. Ich glaube, gerade für einen Anfang. So, ich würde sagen, das testen wir gleich mal. Oh, Mutstoß. Okay, im Waffenrad L1. Bestätigen. Nicht genug Punkte zum Aktivieren.
Okay, aber wir gucken uns auf jeden Fall jetzt erstmal unseren Schaden an. Jetzt wird's laut. Okay. Das sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Der rennt weg. Oh, keine Munition. Oh, hier ist noch einer. Und der guckt brav zu. Guten Tag. Ja, gut so. Hier geblieben. Okay, das ging jetzt wirklich relativ easy. Ich glaube, das ist gut, dass wir unseren Schaden erhöht haben. So, nochmal zurück. Die Leichen nochmal looten. Ich bin echt gespannt, wann wir so viel Materialien brauchen, weil hier gibt es ja wirklich mega viel von Material. Haben wir irgendwas übersehen? Das waren jetzt 5 Maschinen und die gingen relativ gut. So, dann gehen wir mal zum Fähnchen. Halt, aber erst nochmal ein bisschen Holz. Wegweiser. Okay, hier gibt es keinen schönen Wegweiser. So. Ich habe keinen Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Sehr gut. Ein paar Kräuter im Vorrat können nicht schaden. So, und hier müsste die Stelle sein auf der Karte. Ah, okay. Wir können hier oben drüber und nicht unten drunter wahrscheinlich. Na dann. So, da oben ist auf jeden Fall nochmal eine Pflanze. Oh, ich habe die Pflanze, glaube ich, verpasst. Okay, jetzt. Die eine Pflanze. Oh, was haben wir da? Da leuchtet auch irgendwas Rotes. Blockierter Weg. Was haben wir hier gefunden?
Okay, fehlendes Werkzeug. Hier müssen wir auch irgendwann nochmal wieder hin. Was ist das? Das ist... Irgendeine Technologie, irgendeine... aus der alten Welt. Da brauchen wir vermutlich wieder irgend so ein Modul, womit wir das später vielleicht aufladen können. Okay, wir wissen auf jeden Fall, hier müssen wir später nochmal hin. Die Frage ist jetzt, kann ich auf... Moment, hier bin ich hochgekommen. Können wir hier abkürzen und auf der Seite irgendwie runter? Das sieht sehr hoch aus. Aber hier können wir uns auf jeden Fall fallen lassen. Perfekt, jetzt sollten wir hier, genau, auf der anderen Seite. Und ja, dann gehen wir doch mal dahin. Oh, hier sind wir wieder beim Feuer. Was? Erhöhter Schaden. Kein One-Hit gewesen. Noch eins. Tja, da ist Sackgasse. Okay, hier lang. Und dann dahinter. Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. Oh, wir haben Bitterkraut gefunden. Ach, das sollten wir eh dem Koch bringen, glaube ich. Guten Tag. So. Mutkill. Milduf meint, dass ich in ihrem Schrott eine Metallplatte finde. Ah, wir müssen hierher für den Kopf. Na komm her. Oh. Okay, dann haben wir noch einen. Okay, waren das alle? Okay, und jetzt zu den Schrotthaufen und der Metallplatte. Aber zuerst der Loot und Pfeile. Und ein bisschen Holz. War hier noch was? Ach, das ist nur der Pfeil. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir ein unendlich großes Inventar haben. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Sehr schön. Alles in den Vorrat.
Oh, hier ist ein Pack. Ah, sogar noch was drin. Okay. Ein Wildschweinknochen. Sehr schön. Also hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viel Vorräte. So. Oh, was ist das hier? Ach, wie cool. Wir können es hier hochziehen. Dann können wir von hier oben... Okay, das ist auch nice. So. Haben wir jetzt die Metallplatte? Sammle eine gewählte Metallplatte. Wir haben eigentlich alles... Ah, vielleicht hier der Schrotthaufen. Keine Metallplatte. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Ach so, okay, hier oben ist noch einer. Ich glaube, ich habe alles, was Mildo wollte. Sehr gut. Das ist gut, ich habe jetzt richtig Hunger. Moment, erst noch ein paar Kräuter. Erst noch ein paar Kräuter und dann zum Essen. Was Lilanes übersehen. Ein Färber kann das gebrauchen. Noch eine kleine Kiste? So, haben wir alles? Oh. Tut mir leid, Wildschwein. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Haben wir nicht gerade noch eins erlegt? Das hier unten. Und hier können wir auch noch mal suchen. So. Okay. Dann gehen wir mal auf den Rückweg. Hier war irgendwo das Lagerfeuer. Schon 6 Wildschweinknochen. Du denn? Waschbärknochen. Und hier oben haben wir wieder eine Ratte.
Okay, Ratte gibt anscheinend wirklich nur Fleisch. Okay, so. Schnellreise kostenlos. Und wir würden gerne hier hinreisen, denke ich mal. Wir haben ja alles erledigt. Haben wir alles gefunden? Vorrat. Haben wir auch gefunden. Oh, Moment. Ah, hier müssen wir noch hoch. Wir müssen noch zu den einzelnen Türmen. 6 Türme gibt's. Okay, wir haben hier einen gefunden. Dann hatten wir, ich glaube, hier hinten irgendwo einen. Ich glaube hier, ja, genau, da. Sehen wir auf der Karte noch irgendwo einen? Ah, aber die Türme sind vielleicht auch komplett hier verteilt. Hier müssen wir auch hin. Okay, ich würde sagen, wir geben erstmal die Quest ab, die wir haben. Aber ich würde sagen, hier diesen Turm können wir eigentlich noch mitnehmen. Also nehmen wir jetzt doch keine Schnellreise und gehen dann als nächstes erstmal hier zu diesem Turm. Und dann vielleicht hier oben rum. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Und dann auf dem Weg dann wieder hier runter. Und dann sind wir hier wieder in der Stadt. Ich glaube, das machen wir so. Okay, dann machen wir hier nur eine kurze Pause und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.